Hallo Freunde, das Schlachten geht endlich weiter. Hier haben wir den 1979er Ford Mustang Ghia aus dem Film Charlie's Angels, hier in Deutschland bekannt unter Drei Engel für Charlie. Aber aus der original alten Serie aus den 80er, 70er Jahren irgendwann mal. Aus der Zeit nicht die Neuauflage mit Cameron Diaz und so, sondern die alte Version. So, er kam jetzt hier auf den Schrott, weil Auspuff kaputt. Antenne verbogen, Spiegel abgebrochen, Verpackung beschädigt. Also schon, und ich werde wahrscheinlich noch mehr Mängel finden. Also da bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher. Ja, Hersteller Greenlight aus dem Jahre 2022. An sich nicht schlecht, geht alles auf. Ja, ist auch ganz gut gemacht. Gehört zu den guten Greenlights. Es gibt ja auch diese scheiß Greenlights, diese Partisan oder irgendwie sowas, wie die heißen da. Diese Billigversion, wo nichts aufgeht. Aber hier, das gehört schon zu den guten. Hat aber keine besondere Bezeichnung. Die heißen einfach nur Greenlight. So, wir fangen mal an. Preislich bewegt er sich so zwischen, ja, zwischen 50 und 100. Ist halt ein gutes Auto. Gut, der 79er Mustang ist jetzt nicht jedermanns Geschmack. Der gehört ja eigentlich zu diesen verpönten Jahrgängen. Eher so die 80er Jahre wurden wieder ein bisschen cool. Die 70er leider nicht. Wobei, ich sag euch ganz ehrlich, rein optisch gesehen finde ich den eigentlich gar nicht so schlimm. Da gibt es hässlichere Autos. Hat immer noch Schrauben runter. Ach, fahr doch mal runter, scheiß Kreuzschraubendreher. So, jetzt müsste eigentlich auseinander gehen. Ja, da ist immer noch eine Schraube. Mein Gott. Ja, die Felgen sind jetzt so ATU-mäßig. Die sind jetzt wirklich mal nicht jedermanns Geschmack. Boah, der Krümmer ist weggeflogen. Aber der Motor ist geil. Der Motor ist auf jeden Fall ansehnlich. Ach komm schon. Ich glaube, die Antenne kriege ich gar nicht von innen raus. Ich habe eigentlich die ganze Zeit gedacht, ich könnte die rausdrücken. Aber jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass es das gar nicht möglich ist.
So, Antenne ist safe. Boah, Alter. Wie viele Schrauben ich hier schon rausgezogen habe. Die Innenausstattung und ich sehe keine Gurte und alles ist in komplett in Schwarz gehalten, nichts farblich abgegrenzt oder sonstiges. Richtig traurig gemacht, ne? Schade. Dafür ist das Armaturenbrett ganz gut geworden. Schöne farbliche Abgrenzungen mit Braun und Chrom. Das sieht echt ganz gut aus. Und noch mehr Schrauben. Noch mehr Schrauben. Noch mehr Schrauben. Scheinbar gab es im China-Werk umsonst die Schrauben. Ich meine, gut für mich, ne? Also lieber schraube ich, als ich, dass ich die Remel oder Plastik löse. Bei Schrauben musst du einfach nur Schraube lösen, gut ist, ne? Da geht ja eine Seltenheit was kaputt. So, Schwelle. Scheibenwischer bin ich raus. Jetzt. So, wer hat mir gerade eine Nachricht geschickt? Schraubenzieher, Schraubendreher, irgendwas.
Na komm, ich will endlich mal die Front hier abbekommen. Scheinwerfer mit dem Grill. Jetzt sind sie ab. Das kriegt man nicht raus, das ist fest in der Karosserie drin. So, Nummernschild. Und dann muss ich dremeln. Um die Windschutzscheibe auszubauen. Das war's. Die Seitenlinker könnte ich eigentlich auch noch ausbauen, aber die kriegt man nicht von innen raus. Und wenn ich da jetzt anfange, die versuchen auszuhebeln, dann brechen die ab, weil die sehen sehr finigran aus. Und dann lasse ich die lieber als mit der Roko raus, zusammen, weil die ich nicht verschotten werde. So, Fazit. Bis auf die Innenausstattung ist das Modell echt spitze. Der Motor ist geil. Die Aufmachung ist cool als 5 Liter. Charlie's Angels, das ist echt cool. Viele schöne Details, so wie die Batterie hier. Die machen auch schon was her. Aber wie gesagt, Minuspunkt gehen definitiv an die Innenausstattung. Das hätte man besser machen können. Wenn man sich schon von außen so viel Mühe gegeben hat, hätte man innen auch weiterziehen können. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in den Kommentaren, wie eure Meinung über dieses Modell ist. Und natürlich abonnieren und den Shop abchecken. Bis dann. Ciao.